So, Freunde, Xio hier zurück mit Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir wieder mal Missionen gemacht und wollen dann jetzt in diesem Part endlich diese Kokobo-Quest-Reihe abschließen. Und ich habe aber vorher noch diese Mission von der Teleport-Statue angenommen und stehen jetzt direkt vorm Missionsziel, den Immortoid. Immortoid, glaube ich, so hieß er. So, und wir lesen uns jetzt mal durch, was da eigentlich drin stand. Also, Erinnerung einer Witwe. Erinnerungen einer Witwe. Ziel Immortuid, Achillessteppe Nordplateau, Klasse B. Das ist eine Frauenstimme. Ich probiere mich jetzt das allererste Mal an einer Frauenstimme. Ich hoffe, das wird was. In den Mahabara-Stollen sind bei einem Immortuid ein paar Sicherungen durchgebrannt. Er griff grundlos die Arbeiter an und zog daraufhin randalierend zum Nordplateau in der Achillessteppe. Mein geliebter Ehemann war unter den Opfern. Die Blechbüchse zerlege ich in ihre Einzelteile. Das ist meine Bestimmung. Der Fossil ließ mir seine unendliche Gnade zuteil werden, auf das ich meinen Liebsten zu rächen vermag. Mein Schmerz und mein Hass geben mir Kraft. So, und das ist jetzt unser Ziel, der Immortuid. Das ist die Frage, wie gehen wir den Kampf am besten an? Ich denke einfach mal mit Delta-Offensive. Oder nein, wir machen mal mit Kompositions-Ari. Wenigstens mal unsere physische Verteidigung ein bisschen erhöhen. Den kann man auch, also bei dem ist kein Präventivschlag möglich, wenn ich mich nicht täusche. Aber der Name Immortuid, also von Immortal, trifft es ganz gut, weil ich werde es euch gleich zeigen. Oh, jetzt kommt erstmal Motorsturm. Der macht auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Ja, Immortuid, also erstmal alle Elemente ist er dagegen vollkommen immun und widersteht physischen und magischen Angriffen. Also, ein bisschen problematisch, sag ich mal. Also, ich denke mal, die übertreibe ich nicht. Aber wir kommen das schon hin. Das war ein magischer Angriff. Okay. Ja, dann brauchen wir dann Protest und Valum. Wow, das tat auch ganz schön weh. Ja, führt mächtige physische Angriffe aus. Das haben wir jetzt auch festgestellt. So, einmal noch Protest auf Hope und einmal noch Valum auf Snow. Und dann sind wir da auf jeden Fall versorgt. Und dann geht es jetzt nur noch darum, ihn gleich zu schocken. Schau mal, vielleicht kriegen wir ein paar Negativzustände drauf. Mal schauen, ob irgendwas geht. Und D-Protest und D-Wall funktioniert auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall versuchen drauf zu bekommen. D-Wall, D-Protest, ja. Also Snow kann auf jeden Fall nichts machen. Pein haben wir jetzt gewirkt und... Uiuiuiui. Einmal hochheilen und dann probieren wir es weiter mit Negativzuständen. Also er kann jetzt wahrscheinlich nur noch den Motorsturm machen, weil seine physischen Angriffe sind jetzt geblockt. Da wäre es jetzt ganz gut, hätte er noch... Ah ne, Nebel können wir eh nicht wirken. So, dann weiter mit intensive Drangsal. Da kommt jetzt noch ein Motorsturm und killt natürlich dadurch seinen Schock. Hm. Ja, nochmal herausfordern. Dann probieren wir es jetzt weiter mit... Na, das war's mit Schock. Na gut, er kann nur noch den Motorsturm machen und es dauert immer ein bisschen, bis er dazu zukommt. Ganz gut ist, er hat einen Schockwert von 110, aber dafür hat eine ziemlich hohe Serienresistenz. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, ist es gar nicht gut, dass er einen Schockwert von 110 hat. Weil, naja, wenn wir ihn dann schocken, wird das relativ wenig ausmachen. Ja, man merkt schon, dass das eine B-Mission ist. Die hat es auf jeden Fall schon ein bisschen in sich. Aber eigentlich, wenn er Pein drauf hat, das bringt gar nicht mal so viel. Weil, naja, da greift er nur noch mit Motorsturm an und macht keine anderen Attacken mehr. Und lässt uns wesentlich weniger Zeit zum Angreifen eigentlich. Weil der Motorsturm, der katapultiert uns ja immer in die Luft. Ja, wir nähern uns immer weiter den Schock. Da kommt wieder der Motorsturm. Nutzen wir mal die Gelegenheit zum Heilen. Aber sobald wir ihn geschockt haben, müssten wir eigentlich Negativzustände draufhauen können. Oh nein, falsches Paradigma. Wir sollten Delta-Offensive lieber machen. Ich warte erstmal, bis... Genau. Ich leite ihn den Schock wieder ein bisschen stabilisiert hat. Und jetzt schocken wir ihn endlich mal. So. Das war's. Jetzt müssten wir eigentlich Negativzustände erzeugen können. Genau. So, Flor Valum. Hat es funktioniert? Ja, die Protest, die Wahl drauf. Ja, die Negativzustandsresistenzen sind jetzt auch natürlich weg.
Er widersteht zwar immer noch meinen ganzen Elementen, aber die physischen Angriffe werden jetzt definitiv ordentlich Schaden machen, wenn es denn nicht Snow wäre. Verdammt! Ja, er macht so an die 10.000. Das ist noch in Ordnung, aber ich glaube, wir werden es nicht in einem Schockzustand schaffen. Nee, da fehlt noch ein bisschen was dafür. Obwohl. Obwohl, das macht eigentlich gar nicht mal so... Okay, Snow, einen Angriff noch. Komm, bitte, einen Angriff. Ah, sehr gut. Und da waren wir, sind wir gerade ans Schadenlimit gestoßen. Also 909... Nee, nicht 900, sondern 99.999. Das ist der maximale Schaden, den wir verursachen können. Mehr geht nicht. Und da haben wir drei Ideal-Light-Elemente bekommen. Das ist doch nicht schlecht. Und jetzt können wir auf jeden Fall noch eine Teleport-Statue nutzen. Jetzt gehen wir gleich mal darunter und nehmen gleich die nächste Mission an, mit der wir dann endlich mal diese Questreihe abschließen können. Und da muss ich gleich die nächste Frauenstimme sprechen. Also ich weiß, dass diese Statue ist auf jeden Fall ein weiblicher Charakter, von dem die ist. So, und da unten ist sie. Aber ich habe keine Ahnung, was wir da besiegen müssen. Das ist sogar nur eine C-Mission. Gut, schauen wir doch mal. Die Kokobo-Schützerin. Ziel Sahagin, Achillessteppe, Quelle von Nva. Also das Wort ohne Vokale. Okay. Ich muss mal kurz drüber schauen. Okay. Also das ist jetzt, wenn ihr euch noch erinnern könnt, diese andere Mission, bei der wir auch die Sahagin besiegen mussten. Da war es ja so, dass einer, der, von dem die Statue ist, der hatte von seiner Schwester gesprochen. Und ja, jetzt, das ist hier die Statue von dieser Schwester. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Okay, ein Sahagin macht am Quell von Nva im südlichen Teil der Achillessteppe Jagd auf meine geliebten Kokobos. Meine Lieblinge, ich muss sie beschützen. Der Frosi hat meinen Flehen erhört und mir die Kräfte einer Lestiv verliehen, sodass ich gegen die Sahagin bestehen kann. Als Kristall werde ich nicht mehr mit meinen Kleinen über die Wiese trollen können, doch dafür werde ich ewig neben den Quell verharren und über sie wachen. Das ist mein größtes Glück. Und wir sehen, ihr Ziel, naja, oder ihr Wunsch, ja, mit ihren Lieblingen da über die Wiese zu trollen, wurde nicht erfüllt, denn sie hat es nicht geschafft. Denn sonst wäre sie ja nicht zu einer Siegstatue geworden. Ja, gleich nochmal schlechte Stimmung machen, aber das sind leider die Tatsachen. Aber bevor ich jetzt den ganzen Weg hier wieder, ja, normal hinlaufe, mache ich hier mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So, da sind wir wieder und jetzt am Ziel angekommen und eine Cutscene. Oh Gott. Somebody needs a hand. Huh? Hurry the what up? Jeez, someone's had their feathers ruffled. Und wir steigen direkt in den Kampf ein. Oh Gott, oh Gott. Und das Kokobo-Küken ist richtig on fire. Es ist zwar nicht im Kampf dabei, aber da wäre ich auch angepisst hier, wenn meine Kollegen hier, meine Homies angemacht werden, hä? Was ist denn da los? So geht's ja mal überhaupt nicht. Jetzt geht's mal Blitze in die Fresse. Gut, und das Ganze gleich nochmal und Blitzka! So, jetzt nochmal ein bisschen draufhauen und geschockt. So, Lightning ist bitte mal ordentlich draufhauen. Und dann gleich mal heilen, weil die haben uns auch gerade ein bisschen hart verprügelt und das tut weh. So. Snow wieder ein bisschen hochheilen. Der kriegt zwar gerade übelst ins Gesicht geschlagen, aber... ich gehe mal kurz auf Kompositions-AD. Und erhöhe mal Snows Resistenz. Also ich würde gerne, aber es kommt Abblitz. Snow, Protest. Und noch Walum. So, jetzt kriegt Lightning auch noch Abblitz, weil das wird sie hier sehr gut gebrauchen können. Und ja, für Hope selber auch noch Abblitz. Spricht nichts dagegen. Und noch Protest verteile ich auf jeden Fall. Und dann können wir eigentlich wieder in den Kampf starten. Delta-Offensive, jetzt machen wir die Sahagin noch weg. Und jetzt auf Blitzwall und jetzt müssten wir das Ding eigentlich so gut wie erledigt haben eigentlich. Und ein Blitz nach dem anderen geht auf ihn runter. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Irgendwo im Himmel sitzt Zeus und ist richtig übel angepisst und haut einen Blitz nach dem anderen runter. So, einmal Lebenssinfonie.
So, Snow wieder hochheilen. Und wieder Delta-Offensive. Die hatten... Ja, Blitz, okay, die absorbieren Blitz zum Glück nicht. Das wäre jetzt richtig, richtig übel, wenn wir die jetzt nicht angreifen könnten. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob Adblitz auch die nicht-physischen Angriffe beeinflusst. Verdammt, das vergesse ich immer wieder. So, und jetzt nochmal Blitzschlag und dann ist der Kampf praktisch gewonnen. Puh, und damit wäre endlich diese Questreihe abgeschlossen. Okay, keine Sterne, meinetwegen. 3080 Kristallpunkte und, ja, Mission erfüllt. Und wir bekommen als Belohnung Digizar-Zügel. Und mit denen können wir jetzt was ganz Schickes machen. Und da sehen wir es gleich im Tutorial. Okay, Kokobos. Ob über weite Ebenen oder durch unwirtliches Gelände, mit einem Kokobo reicht es sich bequemer. Der gefiederte Freund ist ein flottes Reittier. Mit ihm erreicht man auch Orte, die dem auf Oh Gott, was sind das für Worte? Der gefiederte Freund ist ein flottes Reittier. Mit ihm erreicht man auch Orte, die dem auf Schusters Rappen. Gott, diesen Ausdruck habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Auf Schusters Rappen. Das ist mir völlig unbekannt. Auf Schusters Rappen reisenden Abenteuer verborgen bleibt. Erkennbar für jedermann sind jene geheimen Orte mit einem gelben Symbol markiert. Um auf den federweichen Rücken Platz zu nehmen, muss man sich lediglich einem Kokobo nähern und A drücken. Kontakt mit einem Monster oder einem anderen feindlich gesinnten Wesen schüchtert den Kokobo ein und erschwert es dem Reittier, seinen treuen Reisegefährten zu bändigen. Ist der Kokobo nach mehrmaligem Kontakt mit Gegnern zu sehr verängstigt, wirft er seinen Reiter ab. Kann er jedoch einen längeren Wegstrecke zurücklegen, ohne dass ihm ein Gegner den Weg versperrt, schöpft er neuen Mut. Neben einem flotten Schritt besitzt der Kokobo die außergewöhnliche Fähigkeit, im Boden vergrabene Schätze zu finden. Nähert man sich einem verborgenen Schatz, erscheint über den Kopf des Kokobos ein Symbol. Je schneller das Symbol blinkt, desto näher ist man dem Schatz. Genau, das war jetzt das ganze Ziel dieser Quest. Wir sind jetzt in der Lage, auf Kokobos zu reiten und das ist unglaublich cool. Und zwar nicht zuletzt wegen der Musik, das werdet ihr gleich sehen oder beziehungsweise hören. Denn das ist eine unglaublich cooles Movie-Musik und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Kokobos halt einfach über die Weide hier zu rennen. Eben auch wegen der Musik. So, und das hören wir uns jetzt gleich mal an. Also, Hope, bitte aufsteigen. Hört euch diese smoothe Musik an. Und damit sind wir jetzt so richtig flott unterwegs. Und jetzt können wir an alle möglichen Orte noch rankommen, über die wir halt vorher nicht erreichen konnten. Also diese gelben Kreise, da kann man natürlich wieder springen, aber da reicht unsere eigene Sprungkraft nicht aus. Was ich ja schon mal angemerkt habe, was ich persönlich ziemlich, naja, strange finde, wenn ich überlege, was für Sprünge wir teilweise schon gemacht haben. Ich glaube, ich müsste mal an dieser Stelle, müsste ich vielleicht so Sprünge reinschneiden, also an die ich mich vielleicht noch erinnern kann, an anderer Stelle. Wenn mir dann noch was einfällt, ich schau mal, vielleicht finde ich was Cooles. Hier gut reinpasst, aber ich glaube, wir haben schon den ein oder anderen Sprung gemacht, der bewiesen hat, dass wir an so solche Stellen, an die wir noch hinkommen, definitiv auch ohne Kokobo weiterkommen würden. Aber naja, das sei mal dahingestellt. Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig schön flott hier unterwegs. Und nach wie vor mit richtig smoother Musik. Und da sehen wir gleich dieses Symbol. Irgendwo hier ist ein Schatz und es fängt schon an, schneller zu blinken, beziehungsweise sich schneller zu bewegen. Okay, ich glaube eher in diese Richtung. Es wird schneller. Ja, wir kommen immer näher. Und hier ist es. Meistens ist es so an diesen Flächen ohne Gras oder also diese eher bräunlichen Flecken. Da findet man normalerweise mal was. So, und hier ist... Was haben wir gefunden? Einen Goldklumpen! Oh mein Gott! Wie cool ist das denn?
Wir nähern uns den Hermesstiefeln und allgemein den besseren Waffen immer mehr. So, jetzt können wir hier auf diese Hügel hier springen. Auf die wir meiner Meinung nach immer noch vorher hätten springen können, aber... Ne. Nein, ich wollte nicht hoch. Ach, jetzt sind wir so herrlich schnell unterwegs. Es ist einfach wunderbar. So, ja genau, wir können auch Schatztruhen öffnen, ohne den vom Kokobo abzusteigen. Schauen wir mal, wo ist denn so ein Ort, wo wir vorher noch nicht hin konnten? Oh, jetzt können wir die ganze Fläche hier noch ein bisschen schneller erkunden. Also auch mal die ganze Map offenlegen. Da sind ja immer noch einige Orte verdeckt. Gerade hier, jetzt gerade so wie die Map gedreht war im nördlichen Bereich. Aber eigentlich habe ich jetzt so auf der Achillessteppe, so was Missionen angeht, so ziemlich alles abgeschlossen, was ich abschließen wollte. Und wir könnten theoretisch eigentlich weitergehen. Weil also das, was ich jetzt noch im Kopf habe, was man hier noch machen kann, ich glaube, da ist teilweise da reicht unsere Stärke noch nicht wirklich aus, um das zu machen. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch und schauen, was es hier noch so gibt. Boah, eine Rotlegierung auch noch. Da oben ist noch ein Kaktor. Gegen den kämpfen wir natürlich nicht. Kaktoren, das sind eigentlich hier die größten Feinde der Kokobos, weil das sind mit so die einzigen Gegner, in die ich regelmäßig in den Kokobo reinlaufe. Auch wir sollten nicht in die Adamant-Gegner reinrennen mit einem Kokobo, weil da wirft er uns sofort runter. Also da gibt es keine Kompromisse mehr, da reingerannt und dann sagt er, nee, das kannst du alleine machen, ich bin raus. Und wir haben zwei Mana-Steine bekommen, ein weiterer Flux-Katalysator. Ich möchte mal Kondensator sagen, aber es ist ein Katalysator. So, jetzt schauen wir mal dahinter, das ist so, ich nenne es mal die Nebelregion, weil sobald man auch hier reingeht, wird eigentlich alles total neblig und man sieht eigentlich kaum noch was, eigentlich wie in diesem König-Behemoth-Gebiet dort oben, nur eben woanders. So, kann man hier wieder runter? Nein, kann man nicht. Da steht mir natürlich der Kaktor im Weg, ich habe gedacht, dass es hier oben vielleicht was gibt, aber naja. Gut, schauen wir mal dahinter. Da ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Schatzkiste. Aber ich denke, da kommen wir noch nicht ran. Weil, ja, hier sind haufenweise Pudding-Gegner. Es ist ganz schön hier, diese Achillessteppe, die teilt sich in in Zonen auf. Und in diesen einzelnen Zonen gibt es immer ganz individuelle Gegner. Also hier hinten zum Beispiel, das ist das Gebiet der Karamellmuse. So, wir müssten jetzt dagegen die Gegner da unten kämpfen, um an die Schatzkiste ranzukommen. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Schauen wir einfach mal weiter. So, was fehlt eigentlich alles noch? Eigentlich nur noch dieses Eck dort hinten und dort oben, aber da oben kommen wir eh nicht ran, weil da müssten wir an zigtausend König-Behemoths vorbei. Aber das tun wir uns mal noch nicht an, weil das schaffen wir auch gar nicht. Und da kommt direkt einer auf uns zugerannt. So, da ist auch eine Schatzkiste, aber ich möchte wiederum nicht absteigen. Ja, wir haben den Goldklumpen gefunden, wie klasse ist das denn? Es gibt übrigens auch noch ein paar Belohnungen, also... wenn man, je öfter man genau was ausgräbt, gibt es dann irgendwann speziellere Belohnungen. Also, da gibt es, ich glaube, wenn man, keine Ahnung, irgendwie 50 Sachen ausgegraben hat, dann gibt es eine ganz, dann kommt immer dasselbe. Also beim 50. Mal. Also so ganz spezielle Belohnungen, die man halt dann immer so etappenweise bekommt, sage ich mal. So, was haben wir diesmal? Bitte lass es noch was sein zum Verkaufen. Und es ist... Oh, es ist Goldstaub, wir kriegen noch mehr zum Verkaufen, wie ich... Es ist so, als würden mich gerade irgendwelche Götter hören. Dankeschön. Und ich... Oh, das kann ich euch auch mal zeigen, weil hier haben wir einen Sea-Statue-Kreis. Genau, das sind jetzt hier... Wie viele Statuen sind das? 7 Stück. Und alle mit verschiedenen Schwierigkeitsgrad. Wir haben hier eine B-Mission, 2 C-Missionen und 4 A-Missionen. Und die A-Missionen hier... Also mindestens 2 davon sind richtig heftig. Also, ja, da sollte man nicht unterschätzen. Aber das alles zu einem anderen Zeitpunkt. Gibt es hier oben noch was? Nee, das ist einfach nur da. Okay. Ich glaube, ja, dieser Kreis hier, der hat mir teilweise schon echt massiv Kopfzerbrechen bereitet. Weil der einfach wirklich echt schwer ist. Also manche Missionen davon. Da gibt es eine Mission, die habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere in diesem Spiel, sage ich mal, wenn man das Karriere nennen kann, dann, ja, ich glaube, die habe ich vielleicht 2-mal geschafft und die anderen Male habe ich überhaupt nicht erst in Erwägung gezogen, die Mission zu machen, weil ich einfach keine Lust drauf hatte, weil mir die zu übel ist.
Aber in diesem, im Laufe dieses Let's Plays werden wir die noch machen müssen. Aber das alles zu seiner Zeit. So, hier leckt es ein kleines bisschen. Oh, und wir können hier wieder was ausgraben. Oh Gott. Wo müssen wir hin? Da. Hier sind wir auch an einer ganz besonderen Stelle, in der wir noch, ja, doch einiges an Zeit verbringen werden. Aber ich denke noch nicht jetzt. Ich glaube, da hätten wir jetzt auch noch gar nicht wirklich Chance, groß weiterzukommen. Machen wir erstmal die Schatzkiste hier auf. Und Schattenblüten. Ich glaube, die waren ganz gut zum Verkaufen. Ja, steigen wir mal ab. Da gibt es dann auch wieder so eine kleine Animation. So, und hier gibt es noch zwei Cutscenes, die ich euch noch schnell zeigen möchte. Und dann würde ich eigentlich sagen, können wir mal mit, ja, der Story eigentlich weitermachen. Das, denke ich, ist eine ganz gute Entscheidung. Jetzt, ja, gehen wir erstmal zu den kleinen Kerlchen hin. Mal schauen, was die uns zu erzählen haben. Oh mein Gott, es ist deine Mutter. Nein, es ist ein... diese Monster heißen ohne Witz Küsschen. Sehr, sehr ansehnliche Biester. Ich weiß gar nicht, ich könnte mir vorstellen, wir haben sogar schon eine Chance gegen das Ding, aber müssen wir uns jetzt nicht antun. Wir werden definitiv noch gegen die kämpfen, aber noch nicht jetzt. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, sie existieren. Und da drüben können wir nämlich noch eine kleine Cutscene auslösen. Das zeige ich euch noch. Ja, wenn wir den Gang da weitergehen würden, da würde wieder eine Sea-Statue mit einer Barriere kommen. Aber die Mission, die machen wir mal noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Schaf hier hin. Und hier können wir was machen. Ein Knäuel Feinwolle erhalten. Ja, jetzt können wir ab jetzt diese zu diesen großen Schafen hingehen und von denen ein bisschen Wolle abstauben. Und darf ich an dieser Katze mal zwei Sachen anmerken. Zum einen mal, wie Sass da im Hintergrund stand. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn nicht, dann spult nochmal zurück und schaut euch das nochmal an. Er stand zwischen zwei Schafen und war total in Panik. Also auf jeden Fall sah es so aus. Und zum anderen dieses Gesicht von diesem Schaf. Ich liebe die Gesichter von diesen Viechern. So, ich zeige euch jetzt nochmal schnell, ja, hier hinten geht's eben zu dieser Barriere. Wie gesagt, die machen wir jetzt noch nicht, aber ich wollte es einfach nur mal kurz gezeigt haben. Eigentlich totaler Quatsch, dass ich das zeige, weil es bringt euch eigentlich überhaupt nichts. Nee, da müssten wir erst an den Goblins vorbei. Okay, auf jeden Fall, jetzt hat man schon auf der Map da hinten. Ja, würden wir noch gar nicht weiterkommen, weil da ist, die Sea-Statue ist noch gar nicht aktiv. Deswegen, ja, verschiebt sich das alles auf wesentlich später. Werden wir irgendwann noch machen, aber das ist noch einige Zeit entfernt. Jetzt gehen wir erstmal... Ja, viel machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur... ja, zum Speicherstation. Dort werde ich jetzt ein bisschen... Das ganze Gold, das wir jetzt haben, verkaufen. Und eventuell... Ich weiß gar nicht mal mehr, wie viel diese... Diese Goldklumpen und dieser Goldstaub wert waren.
Aber vielleicht können wir dann tatsächlich Perowski kaufen. Es wär gar nicht schlecht, wenn wir vielleicht sogar zwei auf einmal kaufen könnten. Weil ich möchte dann einmal die Hermesstiefel verbessern und noch die Waffe von Hope auf jeden Fall. So, Großhandelblock. Schauen wir mal. Wir haben hier Goldstaub und ja, 15.000 und hier Goldklumpen 60.000. So muss das sein. Und hier die Schattenblüten, die verkaufen wir auch noch. Wo sind die hier? Weil da gibt eine 1.000. So, dann kaufen wir uns jetzt mal zweimal Perowski. Und in Leonards Werkstatt kaufen wir uns noch einmal ein paar Kurbelwellen. 20 Stück müssten eigentlich reichen. Hier Biowaren frisch und frischer, kaufen wir noch ein paar Untierknochen. 50 Stück. Und den Rest investieren wir noch in, ja, noch mehr Kurbelwellen. So, 11 Stück bekommen wir dann noch. Ah, herrlich. So, einmal auf jeden Fall jetzt Accessoires, Hermesstiefel und hau mir hier mal den Perowski rein. Jetzt haben wir hier Laufstiefel und die geben uns Autohast. Und bei den Waffen, also erstmal verbessern wir noch ein bisschen die Waffe von Snow. Das hat jetzt mal Priorität. Dann nehmen wir mal die ganzen Komponenten hier, die hier so einzeln drum liegen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt gleich die Untierknochen für verwenden. Das ist echt verdammt viel, was wir da haben. Und es reicht nicht mal aus. So. EP-Bonus 3. Dann erstmal. Ja, ich würde ganz gerne den Supraleiter trotzdem reinhauen. So, wieder auf 3 hoch. Das Ideal-Light-Element kriegt er jetzt noch. Ja, Stufe 13. Hehe. Stufe 13 bei Final Fantasy 13. Hehehe. So, und hier haben wir Level 14. Und noch ein paar davon. So. Mal 3 wieder. Und jetzt kriegt ihr noch. Wie viel haben wir davon jetzt? 30. Machen wir mal 12, das dürfte eigentlich noch für 2 Level Ups reichen. Genau, hat er noch ein bisschen bessere Werte. Und den Rest, den muss ich aber für Hope aufheben. Weil wir haben es ja schon bei Lightningswaffe gesehen, wenn wir die Waffe verbessern, gehen erstmal wieder die Werte runter. Also er hat momentan 193 Magie mit der Waffe. Und jetzt sind es wieder 122, aber jetzt haben wir die Adlerkralle. So, ich glaube, es waren, wie viel waren das? Okay, das waren 21... 22, 23, 24. Okay. 24 mal die Untierknochen drauf und dann haben wir mal 3. Und jetzt kriegt ihr die restlichen Kurbelwellen. Stufe 16. Okay, jetzt ist er bei 146. Wir sind noch nicht ganz dran. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Vor allem, weil wenn wir jetzt weitergehen, werden wir jetzt bald in einen Bereich kommen, wo wir ein bisschen grinden können. Werde ich dann auf jeden Fall machen. Aber genau, das machen wir dann alles erst zu seiner Zeit. Jetzt würde ich sagen, ja, beende ich mal den Part. Das war's mit Final Fantasy 13 für heute. Beim nächsten Mal starten wir direkt dort bei der Teleportstatue und gehen dann hier weiter. Bis dahin, ciao.